Man ist sitzt dann da deprimiert und verschlossen und weiß nicht, was wird nun. Ja. Das macht, ist ja schon sehr depressiv. Und über die Zukunft. Und letztlich hat mir mein Glaube auch etwas geholfen. Ich sagte, erwähnte vorhin schon im Laufe des Gesprächs, dass ich sehr christlich erzogen bin. Das wird schon werden. Ja. Ich bin bei euch alle Tage bis an euer Weltende. Das hat mir manchmal geholfen, das gebe ich zu. Ja. Weil man sich das ja nicht so vorstellt. Ne? Es ist Weil man weiß, es hatte sich rumgesprochen, sehen Sie mal, wir wurden rumgeführt, bevor wir von Bad Hersfeld in ein Lager kamen. Da wurden wir an ganz langen Bretterwänden vorbeigeführt. Da wurden Aufnahmen gezeigt von Konzentrationslagern. Ich hatte ja sowas noch nie gesehen. Ja? Man ist dann natürlich dann erschüttert, ja? Und sagt sich dann im Nein, ist das nun Grund, was ist denn nun geschehen? Ich meine, in meinem Alter, was wusste man von dieser Situation? Man wusste ja gar nichts. Zumal in Mecklenburg. Ich sagte ja schon mal vorhin, da kommt alles 50 Jahre später. Es muss in den Großstädten Deutschlands natürlich furchtbar gewesen sein. Der Hass jeweils unter den Rassen, unter den Bevölkerung und so weiter, nicht? Denn ich kann mich erinnern, wir hatten neben der Realschule in Schwerin eine Bücherei, wo wir unsere Schreibutensilien kauften als Schüler, ja. Da hat Hühnermörder geheißen. Das war ein lustiger Name, aber mir auch nicht. Verstehen Sie jetzt bitte nicht falsch. Ich meine, wir hatten auch Juden bei uns in der Klasse. Aber was hat es denn, welchen Eindruck haben denn diese Bilder auf Sie gemacht? Es war schon schockierend, weil ich sagte, wie ist sowas möglich? Sehen Sie mal, wie kann man das mal bringen? Haben Sie geglaubt, dass das wahr ist oder Ja, dass Propaganda ist? Haben Sie sich darüber unterhalten? was mich persönlich gewundert hat, da schon und auch später nochmal, man hat festgestellt 1961, dass in Hamburg an Zivilbombenopfer, ich weiß nicht, so und so viel, 61.000 wohl umgekommen sein sollen. Aber die Westalliierten wussten schon 8 Tage nach Kriegsschluss, dass 6 Millionen Juden gekommen sind. Da habe ich mich damals schon, ich sage, dass Juden gute Rechner sind, gute Musiker, gute, wie sagt man, Dichte und auch gute Sprachkenntnisse verfügen. Aber 6 Millionen, also wie haben die das so schnell rausbekommen? Das fiel mir damals schon auf. Ne? Und dann fiel mir ein, ich meine, wenn man da so Bilder sieht. Aber Sie müssen doch schockiert, also was mich mehr interessiert ist, was hat es bei Ihnen bewirkt? Also waren Sie schon, Sie sagten, Sie waren schockiert, aber Ja, das ist auch, ja. auch eine Mischung aus Depression und Schamgefühl. So, wie ist sowas überhaupt möglich? Ich denke, wir sind erzogen worden, ethisch erzogen worden und dann sowas. Sind das nun die zwei Gesichter einer Diktatur? Oder sieht es so aus? Ich meine, ich fand keine Worte mehr. Das war, natürlich wurde man ja später abgelenkt. Wenn Sie sowas sehen, dann sind mein Großvater väterlicherseits wäre ja auch Jude. Und ich meine, Juden, die hier jetzt 400, 500 Jahre in Deutschland leben, warum hat man die nie in Frieden gelassen? Das ist mir heute noch ein Rätsel.